Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Testvideo und zwar zeige ich euch heute das Programm Overwolf. Overwolf ist ein Programm, was mir heute aufgefallen ist und zwar als ich Teamspeak geupdatet habe. Erschien dieses Symbol, dazu diese Meldung, ich öffne sie mal kurz mit der Fotogalerie hier. Wird dieses Programm angepriesen und es ist kein Programm, oder keine Anwendung in Teamspeak, sondern vielmehr ist Teamspeak eine Anwendung für Overwolf. Ihr könnt es hier einmal installieren. Alternativ könntet ihr es euch auch hier von der offiziellen Webseite overwolf.com downloaden. Ich installiere es jetzt hier. Zustimmen und installieren. Das überspringen wir kurz. So, jetzt haben wir es hier fast komplett gedownloadet. Wird es noch schnell installiert. Jetzt können wir starten. Hier haben wir auch so ein Desktop-Icon. Das Starten dauert relativ lange am Anfang. So. Und hier habt ihr das Programm. Das ist wirklich cool, erstmal, dass es hier so an der Seite erscheint. Ihr könnt es ausblenden und wieder einblenden. Ihr habt bestimmte Funktionen, könnt das Ganze auch modifizieren, so wie ihr wollt. Ihr habt so eine Art App Store und da kommen wir jetzt hin, denn Teamspeak selber ist im Grunde genommen eine App von Overwolf. Hier seht ihr die Sachen, die gefeatured werden. Ihr könnt hier, wartet, dieser LOL Timer zum Beispiel, wenn ihr League of Legends spielt, ist sehr hilfreich, den werde ich euch auch noch gleich vorstellen. Hier werden die neuesten Apps präsentiert. In diesen App-Shops, da werden eure Apps gezeigt und ihr könnt euch ja nochmal durchgucken, was sich alles für euch anbietet. Der Music Play, den habt ihr eben. Was ganz hilfreich ist, sind hier Notizen zum Beispiel, die könnt ihr auch installieren. Chat-Sachen hier, Skype zum Beispiel, im Facebook-Chat, den ihr während des Spiels auch mal schreiben wollt. Und ja, hier für Tablet zum Beispiel, wenn man League of Legends mit den Fingern steuern will, das ist auch sehr cool. Und hier gibt es die verschiedensten Sachen. Den Videorecorder habt ihr schon, der ist sehr cool. Ich stelle euch das gleich alles vor. Ja, YouTube-Videos könntet ihr sogar auch gucken während des Spiels. Und ja, wir schließen jetzt mal den App Store und modifizieren hier unsere Leiste, die wir hier haben. Denn wenn ihr während des Spiels das Ganze benutzt, wie gesagt, der Vorteil von dem ganzen Programm ist, ihr könnt diese Sachen aufrufen, ohne dabei euer Spiel zu schließen. Overwolf deswegen, ne? Es ist da drüber. Und hier könnt ihr diese Leiste jetzt anpassen, indem ihr draufklickt. Ich zum Beispiel möchte jetzt gleich euch den LOL-Timer vorstellen, deswegen tue ich den hier rein, den Browser, den kann ich euch auch noch zeigen, Videoaufnahmen auch, Marketplace braucht ihr aber in der Regel ja nicht. Den Music Player können wir ja auch noch hin tun und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal LOL, damit ich euch das Ganze anschaulichen kann und wir sehen uns hier in League of Legends. Ich werde ein freies Spiel erstellen, einfach nur um es zu veranschaulichen. Bitte ignoriert kurz die Teamzusammenstellung, das ist natürlich kein adäquates Team, aber wie gesagt, das soll nur eine Veranschaulichung sein. Bevor ich das Spiel starte, zeige ich euch noch kurz hier dieses Videoaufnahmeprogramm, mit dem werde ich nämlich gleich in-game aufzeichnen, denn das Programm, was ich jetzt gerade benutze, kriegt da einen Blackscreen. Ja, das ist ein Videoaufnahmeprogramm. Im Gegensatz zu Fraps werden euch hier oben die Frames angezeigt, aber sie werden nicht mit aufgezeichnet. Ihr könnt aber ganz normal wie mit jedem anderen Recording-Programm auch eure Stimme aufnehmen. Und das eignet sich wirklich perfekt. Zum Spiele aufnehmen. Dafür könnt ihr damit natürlich keinen Bildschirm abfilmen, das ist der Nachteil. Wollt ihr jetzt hier Einstellungen überprüfen? Zum Videoplayer geht ihr hier auf Einstellungen. Video. Und jetzt könnt ihr das alles einstellen hier. Dann die Qualität. Frisst allerdings sehr viel Ressourcen. Fraps ist da ressourcensparender. Aber das reicht ja eigentlich, was hier gerade alles eingestellt ist. Videoordner, das ist euer Ausgabeordner. Screenshots könnt ihr auch erstellen.
Sprechersound aufnehmen wollen wir. Ich werde jetzt dazu mein Tascam-Gerät und genau, click to record und so weiter. Das geht alles. Ja, dann speichern wir das und wir sehen uns gleich in-game. So, das laden wir hier. Das ist der LOL-Timer. Das Problem, was ihr hier habt, wie bei jeder anderen mechanischen Stoppuhr auch, ihr müsst den richtigen Moment erwischen, um es zu starten. Und jetzt seht ihr hier, es gibt eben einen kleinen Unterschied. Aber gut, das kann man im Grunde genommen vernachlässigen. Wie schon gesagt, die nimmt diese LOL-Runde bitte nicht zu ernst. Das ist nur eine Veranschaulichung. Ja, ihr könnt den LOL-Timer vertikal und horizontal natürlich auch euch hinstellen, so wie ihr wollt, so wie es euch am wenigsten stört. Auch wenn ihr den jetzt hier minimiert, läuft er weiter. Und das kleine Problem, was ihr hier habt bei League of Legends, ist, dass wenn ihr zu stark in die Ecke geht, dass er natürlich immer zur Seite geht. Öffnen wir den LOL-Timer. Ihr könnt verschiedenste Monster machen, auch hier von den Gegnern. Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel als Midlaner spielt und den gegnerischen Blue Buff klauen wollt, könnt ihr, um das zu überwachen, den natürlich alle ausschalten und nur den gegnerischen Blue Buff laufen lassen. Aber da ich jetzt hier den Jungler spiele, werde ich hier die wichtigen Monster laufen lassen, natürlich von meiner Seite. So. Seht ihr hier, wie gesagt, das hat jetzt immer noch einen kleinen Unterschied, 6 Sekunden sind das. Ich warte die ab. Erscheint dieser Sound. Man kann jetzt sagen, ich gucke sowieso auf die Map, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ja, natürlich. Allerdings, gerade wenn man mehrere Monster schon getötet hat, verliert man auch oft die Übersicht. Und jetzt geht man einfach hier auf Reset und er zählt jetzt die 5 Minuten runter, bis der Blue Buff wieder ab ist. Und schon wieder ein Sound, der Dragon ist ab. Können wir jetzt natürlich noch nicht angreifen. Gut, das war also die grobe Veranschaulichung vom LOL-Timer. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas getötet habt, dann drückt ihr hier einfach auf diesen Reset-Button. Und seht dann sozusagen, bis er wieder ab ist. Könnt ihr natürlich auch euer Team besser anweisen. Und so weiter. Den LOL-Timer machen wir jetzt mal weg. Ich zeige euch nochmal hier den Musikplayer. Um jetzt hier zu verhindern, dass wir Probleme mit der GEMA kriegen, habe ich hier was von meiner eigenen Band. Also funktioniert wunderbar. Da könnt ihr, wie gesagt, schon verschiedene Programme aussehen, iTunes, VLC Musikplayer und so weiter. Ich finde das Overproof. Könnt ihr die Lautstärke minimieren und weiter. Und ja, und wenn ihr jetzt den Videorekorder benutzt, den Screen Recorder, dann nehmt ihr das alles nicht auf. Also auch nicht den LOL-Timer und auch nicht den Sound. Das finde ich sehr gut. Gerade wenn man eine längere Aufnahmesession hat und sich ein bisschen ablenken will, indem man ein bisschen Musik hört, wird das alles nicht mit aufgenommen. Den Videorekorder zeige ich euch jetzt auch nochmal, um euch das auch noch zu vermitteln. Mache ich eine Probeaufnahme, die ihr gleich eingeblendet seht. Ihr seht es hier eben, hier habt ihr die Kontrollfläche im Grunde genommen.
Aber auf eurer Aufnahme, die ich jetzt einblende, werdet ihr sehen, dass das alles nicht zu sehen ist. Die Qualität ist, finde ich, ist sehr ansprechend. Man kann sie, wie gesagt, erhöhen, aber das ist sehr ressourcenfressend. Jo. Im Gegensatz zu Fraps, wo die Framezahl, die hier oben eingeblendet ist, mit aufgenommen wird, ist bei diesem Videorekorder so, dass sie eben nicht mit aufgenommen wird. Das finde ich ist ein deutlicher Vorteil. Ja, wenn ihr das mit eurer Aufnahme fertig seid, könnt ihr die direkt sehen. Direkt hier im Spiel könnt ihr das angucken. Wenn ich das stört, könnt ihr es allerdings auch ausstellen in den Einstellungen. Ja, das könnt ihr schließen. Des Weiteren könnt ihr auch den Browser öffnen. Sei es beim Shooter, wo ihr gerade campt oder was auch immer. Könntet euch hier sogar YouTube-Videos öffnen. Okay, hier führt es der Flash-Player. Ist auch egal, was allerdings gut ist. Gerade wenn ihr hier länger was nachguckt und dann die Übersicht behalten wollt, könnt ihr hier das Ganze durchsichtig machen. Ihr könnt weiterlesen und trotzdem noch im Spiel die Übersicht bewahren. Das finde ich sehr gelungen. Schließen wir das Ganze. Ja, das war's im Grunde. Das wollte ich euch zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Auf Wiedersehen.